Siedlung wächst und gedeiht. Und damit herzlich willkommen zurück zu So, wir gucken nochmal, wer die Helligkeit. Wer Helligkeit. Jetzt meine Siedlung ist plötzlich. Passt so. Ihr seht, alles wird fertig gebaut. Und hab ja die Steinmetze gebaut. Und noch Holz bei der Hütte bauen. Hm. Hat die Frage, ob ich mehr als einen Abrissholzfäller bauen möchte jetzt noch ein zweites Mal. Warum nicht? Holz bei der Hütte. Mittendrin im Wald. Also können wir machen, klar, wäre auch nicht so schlecht. Aber jetzt will ich erstmal sehen, dass das hier alles arbeitet. So, Gemüsebauer und Farmland. 15 Farmland. Okay. Hm. Ja. Wir könnten ja den zweiten Holzfäller auch erstmal nach hier bauen. So, und jetzt eine Gemüsefarm. Gemüsefarm hin. Die sieht ja sehr gebirgig aus. Gleich hier so. Das passt doch auch. So, Nahrung. Brauche ich hier eine Gemüsefarm? Das haben wir so. Und jetzt haben wir Farm. 15 Stück, okay. Achso, muss man nah in der Tank ziehen. Tatsächlich bin ich jetzt gerade regelmäßig. Da muss immer an der Straße sein. Okay. Und vielleicht nehme ich dann das weg. Sag mal. Na, wir ziehen weg. Okay, ja, da haben wir jetzt einen schrägen Ding. Irgendwann muss das ja sogar kommen. So, Gildenhaus, Wohnhäuser, Militärakademie. Ich hätte ja gerne Wohnhäuser hier. Ich hätte gerne so ein riesiges Wohnzentrum bauen, aber. Abrissholzfäller müssen wir erstellen. Habe ich jetzt zwei. Okay. So. Aha.
Okay, jetzt hat der erstmal was zu tun. Steinbruch in der Nähe von Kalksteinbauern. Hm? Kohle. Eisenerz, Kohle. Und hier Kalk. Steinbruch, dann kenne ich das denn. Das ist Kalk. Nein, ist auch nicht. Einfach normaler Stein. Wahrscheinlich richtig Kalkstein da. Ja. Ah, da oben ist Kalkstein. Cool. Wo ist die Kalkstein? Hä? Hm. Dann, okay. Sind wir spannend. Okay, na gut. Also bisher finde ich es nicht so cool, dass das Farmland Wege braucht. Weil das schränkt einen schon ein mit dem Bauen. Finde ich. So, puh. Das kann man das dann noch irgendwie anders regeln. Das finde ich bisher nicht so töpfig. Cool, diese Animation. Kohle, 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 Kupfer. Keine. Na, noch keine Steine in sich. Man forciert hier, aber halt mal hier oben geht es dann irgendwann zu dem. Okay. Umbauen sozusagen. Ach so. Ich bin so einfach wie ich. Soweit ich das verstanden habe, auch für Farmen brauchen. Ja, wäre das dann mal die richtige Möglichkeit. Okay, jetzt habt ihr ein etwas längeres Video. Sieht ja eine Schlange, Alter, Scheiße, ohne Ende. Okay, dann würde ich sagen, danke, dass ihr zugesehen habt, wie ich bis hierhin meine Siedlung erweitert habe und meine erste Farm errichtet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und auf der Endcard. Bis dann, viel Spaß beim selber pionieren. Wünscht euch euer. Willkommen in Pagonia, liebe Pioniere, und danke, dass ihr mir bis hierhin zugesehen habt, wie ich meine Siedlung aufgebaut habe. Für weitere Siedler 1 Let's Plays klickt hier, für weitere Siedler 7 Let's Plays klickt hier, für weitere Command & Conquer Let's Plays klickt hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin viel Spaß beim selber Siedeln, wünscht euch euer Aha!